Energie wird Natur in Regensburg. Was 2019 schon ein großer Erfolg war, soll 2020 noch besser werden. Das wurde bei der Pressekonferenz bei Premium-Partner Meine Bank klar. Initiator Dirk Nissen freute sich, dass viele Unterstützer und Partner zum Auftakt zu Energie wird Natur 2020 gekommen waren. Von 13. bis 18. Juli wird im Donau-Einkaufszentrum wieder fleißig geradelt und Strom erzeugt. Zusätzlich zu Partnern, die bereits im vergangenen Jahr mit dabei waren und ihr Engagement fortsetzen, sind auch neue Mitstreiter dabei. Neben der Stadt Regensburg ist dieses Mal auch der Landkreis mit an Bord. Landrätin Tanja Schweiger freut sich, dass das Projekt auch ins Regensburger Umland getragen wird und ist gerne mit dabei. Energiewende muss in den Köpfen passieren und wenn hier eine witzige und geistreiche Idee ist und eigentlich eine ganz einfache und pragmatische Idee, dann unterstützen wir das natürlich gerne. Aufs Radl ist gut für die Bewegung, für die körperliche Fitness, hier auch zu visualisieren, wie muss man sich anstrengen, um ein paar Watt auch zu erzeugen. Und ich glaube, wir schaffen eine Energiewende nur, wenn jeder mitmacht, jeder sein eigenes Verhalten reflektiert und wenn man jegliche Chance der eigenen Energieerzeugung nutzt. Auch in diesem Jahr wird von den Partnern für jede erradelte Wattstunde Geld für die Stadtnaturprojekte gesammelt. Durch die gestiegene Unterstützung sind es dieses Mal sogar 25 Cent. Das Geld bleibt danach in der Region, wie Dirk Nissen erklärt. Ja, wir freuen uns sehr, wieder hier in Regensburg zu sein und im Landkreis Regensburg ebenfalls. Und wir freuen uns, dass jetzt viele Schulen und Sportvereine die Möglichkeit haben, sich bei uns zu bewerben. Wir fordern Sie auf, schickt uns eure Naturprojekte und wir bringen sie dann an den Start. Und wie geht's? Sie sollen sich an das Netzwerk Natur Projektbüro wenden, info@netzwerk-natur.de. Dorthin kommt die Bewerbung. Auch auf der Projekt-Homepage wird darüber informiert. Also, jetzt schon mal den Termin 13. bis 18. Juli im Kalender vormerken und bis dahin schon kräftig trainieren. Dann wird Energie wird Natur sicher auch 2020 ein großer Erfolg. Im Rahmen dieser Pressekonferenz wurde Energie wird Natur außerdem die Auszeichnung als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt übergeben. Ein besonderes Zeichen der Anerkennung für die Stadtnaturspendenplattform.